Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, so sehe ich morgens aus. Ich fahre jetzt mal kurz einkaufen, jetzt fahre ich nach Hause. Weil wir kriegen ja heute Besuch von Lina und Lias Freundinnen. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch Kuchen machen zu Hause und was noch? Aufräumen. Wir wollten den Garten machen mit Audet. Mal schauen, ob die Sonne heute scheint. Wie das aussieht, wenn deine halbe Gesichtshälfte an der Sonne ist und die andere nicht. Hässlich. Ich bin übrigens heute nicht am Fasten, weil ich nicht kann. Deswegen brauche ich jetzt gleich erstmal einen Kaffee. Ich habe gar nicht geschlafen heute Nacht. Naja. Ich habe auf jeden Fall eingekauft. Ich zeige euch gleich meinen Einkauf. Aber erstmal muss ich parken. Finatos. Nicht runterfallen. Ich war gerade bei Lidl, habe eingekauft. Ich habe zweimal für Lina diese Unterhemden gekauft. Die sind perfekt für den Sommer, weil die Kinder haben halt auch sehr viele Kleider mit so einem Spaghetti-Träger. Deswegen habe ich direkt zwei Packungen mitgenommen, Erdbeeren, weil ab morgen ist für 3 Tage haben wir überall geschlossen. Dann haben wir hier einmal Brötchen. Außerdem vom Kindergarten haben wir 3 Tests bekommen. Das ist so ein Rachentest, finde ich richtig gut. Oder ein Lolli-Test, ich weiß es gar nicht. Genau, das sollen wir 3-mal machen. Also was heißt 3-mal, ne? In der Woche 3 Tests. Dann haben wir Zitronen, Tomaten, Salat und wie heißt denn das? Gurken. Und ich habe noch einen kalten Kaffee hier. Den gab es kostenlos mit der App. Den habe ich hingestellt, weil das kommt in den Kühlschrank, obwohl die Tomaten auch. Ja, die Kinder haben heute kein Frühstück mitgenommen, weil wir an der Kita frühstücken. So, es gibt einen neuen GK-Haul. Schaut mal, Leute, das ist das Kleid. Ich muss sagen, es ist durchsichtig. Ich habe darunter einen Unterrock an. Sonst sieht man alles durch. Es reicht aber, wenn ihr so einen kurzen von hier bis hier hinnimmt. Das reicht vollkommen aus. Oben sieht man jetzt eh nicht viel. Genau, das ist einmal das. Das habe ich euch auf jeden Fall unten verlinkt. So, ihr Lieben, kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar ist das einmal das hier. Das ist ein Kleid. Hat an den Seiten Schlitze. Richtig schön. Das ist auch perfekt für die nicht so warmen Tage. Ich habe jetzt hier eine Größe ML. Und ihr könnt aber auch XSS nehmen. Ich dachte mir aber, ML passt und das passt auch perfekt. Und ich habe hier so einen Rundhalsausschnitt. Es ist kurzärmlich, also richtig schön. Ich finde es wunderschön. Macht auch eine schöne weibliche Figur, ehrlich gesagt. Und versteckt trotzdem vieles, finde ich, oder? So, ihr Lieben, kommen wir zum nächsten Kleid. Das ist einmal das hier. Das hat einen Unterrock, sieht man hier auch ganz gut. Das hat so ein gelochtes Muster. Gelöchertes Muster, nennt man das so, keine Ahnung. An den Ärmeln ist es auch so, ein bisschen durchsichtig. Aber ansonsten ist hier alles durch den Unterrock verschlossen. Und ab hier ist es dann halt durchsichtig, wie man sehen kann. Finde ich richtig schön, perfekt für den Sommer. Das hat hier ein Gummi, also
Ich finde das perfekt, wenn man ein bisschen kurviger ist. Das macht, dann betont, wird der Körper schöner betont. Aber ihr könnt natürlich auch einen Gürtel oder so dran machen. Ja, und ansonsten habe ich nur noch ein Hemd und ein Cardigan da. Dafür brauche ich aber jetzt erstmal eine Hose. So, ihr Lieben, kommen wir zum vorletzten Teil. Das ist einmal diese Oversize-Bluse. Richtig schön. Schaut mal, wie schön das mit der Hose aussieht. Ich würde auch so rausgehen. Ich liebe Oversize-Sachen momentan. Das ist ja eh total in. Und darüber, ganz ehrlich, ich würde genau so rausgehen. Natürlich nicht ungebügelt, aber so würde ich rausgehen. Ihr könnt auch die Ärmel hochkrempeln. Das hat 3 Knöpfe. Ich habe es jetzt leider alleine nicht zubekommen. Und darüber würde ich einfach ein Cardigan. Ganz ehrlich, perfekt im Frühling. Übrigens bekommt ihr mit meinem Code 20% SAID20 alles groß und zusammengeschrieben. Ich blende euch das nochmal hier ein, aber ich verlinke euch natürlich auch nochmal alles unten in der Infobox. Da kommt ihr auch direkt zu den Klamotten. So, ihr Lieben, kommen wir zum letzten Produkt. Total schade. Ich liebe die Sachen von Chiquelle. Das ist einmal dieser Cardigan mit so einem Zopfmuster. Also ist so geflochten, richtig schön. Hat dicke Knöpfe an den hier an der Seite. Die kann man auch zumachen. Ich habe jetzt eine Größe S. Das würde aber auch einer schmalen M passen. Oder auch einer kurvigen M. Ich bin eine kurvige M. Würde auch einer kurvigen M passen, wie man sehen kann. Ja. Ich finde es mega, mega schön. Ich würde jetzt zum Beispiel genau so rausgehen, weil ich es halt total schön finde. Die Sachen sind übrigens made in Turkey. Da bin ich ganz stolz drauf. Und ja, die Qualität ist der Hammer. Ihr wisst, bei Arte hatte ich auch die Klamotten bei dem Dreh von Chiquelle an. Und ich bin mega zufrieden. Also ehrlich, die Qualität ist 1A. Ich kann euch die Seite und den Shop nur ans Herzen legen. Ansonsten habe ich alles unten verlinkt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich wie immer gerne in den Kommentaren stellen und ich versuche euch die zu beantworten. Mittlerweile sind die Kinder da und ich habe die in die Badewanne gesteckt. Ich schaue natürlich immer wieder mal nach den Kindern. Und Leute, ich weiß nicht, seitdem wir hier wohnen, immer gegen Sommer, schaut mal, wie viel Dreck da ist, weil die Kinder jedes Mal alles mit reinnehmen. Ja, wir haben übrigens 2 Goldfische, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und deren Aquarium ist irgendwie kaputt gegangen, ist gerissen unten. Ja, ich musste die jetzt provisorisch in so eine Tupperdose tun. Ich habe aber ein Aquarium bestellt über Prime, das kommt morgen. Da stand erstmal bis 13 Uhr Lieferung garantiert und jetzt steht da bis 19 Uhr. Ich hoffe, dass die mitmachen. Ich werde aber nochmal morgen zu Megazoo fahren morgen. Und dann werde ich nochmal den Sand umzukaufen, weil irgendwie hatte ich Angst, dass da Scherben oder so sind. Das war zwar nur ein Riss, aber man weiß halt nie, ne? Und ich meine, das sind Lebewesen, da kann man jetzt nicht, keine Ahnung. Ich kaufe auf jeden Fall nochmal den Kies für den Boden. Das auch mit Beleuchtung und Filter habe ich direkt bestellt. Wir hatten sowieso eine Sauerstoffanlage mit drin. Aber ich meine, wenn das schon alles mit bei ist, warum soll ich dann das Alte da dran machen und dran knüpfen? Das sieht dann nicht schön aus. Ich habe so ein schwarzes bestellt, ist auch ganz klein. Das reicht dann für 2 Goldfische, genau. Ja. Ich werde jetzt aber einmal staubsaugen hier. Ist inakzeptabel, wie es hier gerade aussieht. Echt. Richtig schlimm. Und übrigens haben wir mittlerweile einen TikTok-Kanal, Leute. Da zeige ich euch jeden Tag, was in den Tüten von den Kindern drin ist, vom Ramadan-Kalender. Also falls ihr uns da noch nicht folgt, könnt ihr uns das gerne. Dann könnt ihr das gerne machen. Ich finde das so krass, was man da für Aufrufe macht. Ich bin ja erst seit ein paar Tagen so richtig mit bei. Und wir haben jetzt innerhalb von 2 Tagen 200 Follower mehr. Ich finde das richtig krass. Ich habe mir früher immer gefreut, wenn ich ein paar hundert Abos hatte hier auf YouTube. Und dann sehe ich auf das Video und das hat einfach 20.000 Aufrufe. Da denke ich mir manchmal, du gibst dir so viel Mühe, du drehst so 4, 5, 6 Stunden lang ein YouTube-Video und dann schneidest du das, das sind 15 Minuten und die Leute schauen das nicht mal. Und wenn du auf TikTok viral gehst, gucken das 20, 30, 40, 100.000 Leute. So, das ist so richtig krass. Ich finde einfach, Instagram und TikTok haben YouTube so richtig runtergesenkt. Deswegen bin ich umso glücklicher, wenn ihr mich weiterhin unterstützt auf YouTube, weil YouTube ist mein Baby. Ich habe damit angefangen und für mich ist das ja, mit das Wichtigste natürlich. Ne? TikTok kann ich jetzt sofort wieder löschen, aber YouTube ist so mein Baby, mein Anfang gewesen und ja, ihr begleitet mich da immer. Und TikTok sind eher so kurze Videos, ne? Naja, wollte ich nur sagen, auf TikTok heißen wir übrigens Familie Said, genau wie hier auch. Und auf Insta auch. Genau. Ich werde jetzt aber staubsaugen, bevor ich hier plapper und nochmal kurz nach den Kindern schaue.
is the way that you left me. Side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me. Oh. Now it's clear we are here back at your house. And I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep missing out for sure. Take down your walls and let me ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh, ooh, ooh. I wanna be right there by your side. I wanna be there, won't you be mine? Take down your walls and let me, yeah, brick by brick, now let me ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, 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 ooh. In my bed, 5 to 12, wish I could sleep. Dream about all the ways you could reach me. Abstecher zu Megazoo gekommen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Wir sind jetzt draußen. Das sind jetzt eher Fische und Schnecken für den Teich. Aber richtig schöne Fische, muss ich sagen. Aber die hier sehen gar nicht. Schaut mal, hier sind Teichmuscheln. Noch mehr Teichmuscheln. Danach da. Hier sind Flusskrebse drin. Aber ich sehe keinen. Ich sehe nur einen Fisch drin. Der ist jetzt auch unten. Und die finde ich richtig krass. Die sehen aus wie so kleine Haie, ne? Die sehen auch echt gefährlich aus, ey. Dann haben wir hier Goldfische. Die sind aber auch echt groß. Oh, die sind süß, die Goldfische. Gelber Goldfisch. Huch. Ne, da ist nichts drin. Doch, hier sind gelbe Goldfische. Die sind kleiner. Also hier ist eine Menge Auswahl für den Garten. Aber ich finde, Teiche stinken immer total. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt oder... Meine Tante hatte mal damals einen Teich und das hat total gestunken. Guck mal, wie groß. Die sind echt groß. Wo sind denn die Fische hier jetzt auf einmal da hinten? Guck mal, wie groß die sind, ey. Die kannst du braten und essen. Sollen wir auch reingehen? Oh mein Gott, wie groß der ist. Und das sind die letzten. Warum sind die denn alle da in der Ecke? Weiß ich selber nicht. Ja, komm, wir gehen zu den anderen. Ihr seid schon auch mal drin, ne? Warte, Lina Bonada Schokotatle, ne?
guck mal, der gelbe. Die haben halt ein bisschen. Ey, sehen die nicht aus wie die Vögelchen, die wir im Garten haben? Ja. Hier, die. Die heißen Schwarzköpfchen und Pfirsichköpfchen. Die sind aber. Hakan, die sind im Garten da şeye benziyorlar, ne? Bize mi alıp satsak? Nur zwei. Das sind Kaninchen, Kaninchen. Da unten sind auch welche. Schutt hat nämlich, ne? Der sich da unter. Das ist kein Futter, Lena. Was ist das? Der buddelt da drin. Guck mal, der dreht einmal und buddelt. Das war's auch schon. Hi, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich dachte mir, ich vlogge heute ein bisschen. Wir fahren nämlich gleich zu Handelshof. Alder wollte für seinen Freund ein paar Sachen kaufen für den Laden und die wollten da ein paar Cocktails testen. Ja, das heißt, wir müssen ein paar. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Sirup? Also, wir müssen Sirup kaufen und auch solche Sachen. Die wollen alkoholfreie Cocktails anbieten und Alder kennt ein paar, der wollte die dann mal testen und zeigen. Und wenn es gut ankommt, wird es dann in der Karte angeboten. Ansonsten. Ja, die Kinder sind in der Kita. Und ich habe mich jetzt, wie gesagt, fertig gemacht. Ich muss mich nur noch umziehen. Ich bin hier noch in Jogger und normalem Oberteil. Ich wollte mich ein bisschen schicker anziehen. Dann fühle ich mich nämlich gleich schon besser. Genau, ich nehme euch heute auf jeden Fall mit. Ich nehme die Kamera auch mit. Ich muss sie nur noch ein bisschen aufladen. Und dann ist die auch fertig zum Aufnehmen. So, ihr Lieben, wir sind auf dem Weg zur Handelshof, so besser gesagt, wir sind da. Wir parken jetzt und dann schauen wir mal, was wir alles finden. Hier ist Ausgang. Hast du einen Chip da? Mal gucken, was wir alles für euch finden. Aber wisst ihr, was geil ist? So, wir schauen gerade nach Gläsern. Welches ist schöner? Frau, was findest du schöner, Schatz? Soll ich eine Story teilen? Ist das nicht schwerer auch zum Saubermachen? Für den ganzen Dreck, der kleben bleibt? Keine Ahnung. Ich denke ein bisschen logisch. Wenn die Minzblätter oder so dran kleben. Aber das ist ja nur 3,3. Das muss ja nicht. Das ist auch 470 Milliliter. Außerdem davon hast du nur 4 Stück. Das ist egal, ich brauche. Da oben ist noch ein. Hier. Das sind mehrere. Keine Ahnung. Mir hat das Ding jetzt gefallen. Wie die das auch dekoriert haben. Du Vorsicht! Trying hard to get back at it, but no one knows where I'm going.
Yeah. Running around like a jaguar, and I'm headed back to the tropics. Going hard for my fam, yeah, and I'm headed back with the profit, yeah. Yeah. Always one step ahead, but I can't seem to feel a moment. I'll be peeking through doors, every one of them carefully closing. So, wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Aber dann ist kurz zu so einem Freund in den Laden, damit er die Cocktails zeigt, wie die gemacht werden und so. Genau, und ich mache jetzt für die Kinder Nudeln, die haben sich Nudeln gewünscht. Ich sag's euch, wenn ihr die Kinder fragt, die nehmen immer die leichtesten Gerichte. Das ist natürlich richtig cool. Und ich esse nichts mehr. Ich habe schon 18 Uhr, ich habe auch heute hab ich gar nicht gefrühstückt und Mittag gegessen. Aber ich muss. So. Für die Kinder gibt es Nudeln. Mit Tomatenmark haben sie sich gewünscht. Also Tomatensoße. Ja, keine Ahnung, was Audel später essen möchte, da muss ich den gleich mal fragen. Der kommt aber erst in einer Stunde oder so. Morgen wollten wir auf die Kirmes. Kann ich jetzt nicht laut sagen. Dann nehme ich euch hoffentlich mit, wenn ich es nicht vergesse. Ich sage jedes Mal, ich nehme euch mit. Das Problem ist aber, wenn du mit den Kindern unterwegs bist, es ist so anstrengend. Mal schauen, wie wir das machen. Ja, ich räume jetzt noch ein bisschen auf und dann gucken wir mal, ne? Was wir heute noch so machen. Also die Kinder nicht mehr, aber vielleicht mache ich noch Diamond Painting. Ich habe hier schon damit angefangen. Und ich bin auch in Jacke, weil mir gerade kalt ist. Ich weiß nicht warum. Draußen ist es wärmer als wie drinnen. Für heute und dann irgendwie going to home. Schaut mal, wie voll es ist. Ja, wir stecken fest. Schaut mal hier oben. Dann, oh Gott. So, jetzt sind wir gerade am höchsten Punkt. Oh mein Gott, ich kann jetzt hier gar nicht runterschlafen. Ja, da gehen die Dinge.